Ja, der Unternehmer in der Region hat einen hohen Stellenwert. Der Unternehmer, der ist es, der erstens einmal Arbeiter beschäftigt und Lehrlinge ausbildet und nebenbei auch für Wohlstand sorgt. Es ist natürlich unheimlich wichtig, dass wir diese Arbeitsplätze in der Region halten können. Und deswegen gibt es solche Projekte wie die Frühjahrsmesse in Bleiburg, wo wir zeigen, was wir an Handwerk, was wir an Handel, was wir in der Region bieten. Wenn es keine Idealisten geben täte, die Sachen auf eigene Füße stellen, wer würde dann jemandem Arbeit geben? Also ich glaube, das ist schon ein bisschen eine eigene Einstellung, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein. Natürlich auch ein bisschen zu wachsen und zu schauen, dass man auch Mitarbeiter hat und natürlich auch Freude hat an dem, was er tut. Es ist sehr wichtig, dass die Unternehmen in der Region verwurzelt sind, weil auch hier die Mitarbeiter sind. Ohne Mitarbeiter wird eine ganze Firma nicht funktionieren. Und es ist ganz wichtig, dass der Unternehmer in die Zukunft schaut, um den Fortschritt zu sichern, um Investitionen zu tätigen, um schlagkräftig für die Zukunft zu sein. In dieser Region sind 4000 Leute beschäftigt und das ist sehr wichtig, dass wir eben diese Leute beschäftigen können. Grundsätzlich ist es schon wichtig, dass Arbeitgeber auch einmal gewürdigt werden, aber jeder Arbeitgeber ist selbst allein nicht so schlagkräftig, also die brauchen wir auch Arbeitnehmer dazu. Überall in jeder Region braucht man halt die Arbeit. Also jeder örtliche kleine Händler oder Firma ist sehr wichtig, damit die Fortstrecken kürzer werden, damit nicht jeder so weit pendeln muss. Ohne Arbeitsstellen stirbt die Region aus. Was wäre der Tag der Arbeit ohne Arbeitgeber? Zeigen auch Sie Flagge zu Ehren der 34.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten. Am 30. April, dem Tag der Arbeitgeber. Gewinnen Sie Urlaubsgeld für Relax-Tage in Kärnten. Näheres unter tagderarbeitgeber.at.